Willkommen zurück zu einer neuen Folge und willkommen zur Folge 41, Tag 41. Wahnsinn. Brasilien will anscheinend hier wohl doch ein paar Gebäude wieder haben. Glaube ich, scheint sich wohl jemand schon gut drum gekümmert haben, hier diese Truppen. Scheint geht der Killcount wohl auf die Jagdflugzeuge, so wie es aussieht. Nicht auf die. Also nicht auf die Angriffsflugzeuge, sondern auf die Luftüberlegenheitsflugzeuge gehen anscheinend wohl die Kills. Nun ja. Dann ist es nun mal so. So, die können sich jedoch noch mal kurz ausruhen. Und dann kann es hier weitergehen. Zumindest der Plan der Dinge. So, hier wurde wieder ein bisschen runtergebombt, so wie es aussieht. Dann anscheinend Truppen. Und die sind angekommen. Perfekt. Wenn die angekommen sind, können die auch dahin. Die sollen aber hier den Weg nehmen. Denn jeder Punkt zählt. Dass hier der Flughafen steht. 33%, hier auch 33%. Boah, hier läuft es auf jeden Fall gut. Wie sieht es denn hier aus? Ja, wir haben die Hauptstadt von Kanada eingenommen. Das würde ich sagen, nice. Und hier fahre ich jetzt rüber und sorge dafür, dass da auf jeden Fall keine Kreuzer gebaut werden. Die gehen dahin, um zu verstärken. Und dann habe ich doch wahrscheinlich jetzt langsam hier Truppen, die ich doch langsam verschieben kann, oder nicht? Ein Aufklärer, ja. Und dann Infanteristen. Ich glaube, ich muss hier mal einen kleinen Trupp ausbilden. Der ist drin. Aufklärer bleibt drin. Luftabwehr bleibt drin. Wie habe ich denn jetzt? Fünf? Fünf? Ja, so lassen. Serbien wieder offiziellen Krieg erklären und dann passt das. Den Kollegen sagen: Komm, Angriff. Und dann dahin. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Seit ich verstanden habe, waren da keine großen Truppen mehr drin. Deswegen müsste reichen, wenn die ja so da reinkommen. So, irgendwo habe ich doch hier ein Angriffsflugzeug noch rumfliegen. Hier. Komm, die können hier noch ein bisschen unterstützen. Und können auf jeden Fall gut dazu beitragen, dass das hier was wird. Immer mal so. Und dann so. Das Schild immer auf aggressiv. Passt das schon? Die sollen erstmal nur Gebiete klären, die beiden Truppen hier. Und dann da so ein bisschen stehen bleiben, damit die Arti, wenn sie von da kommt, erstmal noch genug Zeit hat. Die Arti bilde ich ja weiter aus, hoffe ich zumindest, ja. Es geht halt sehr gut voran, denke ich.
Angriffsflugzeug. Würde ich sagen, schaue ich heute Abend nochmal reingucken, wie es dann aussieht. Aber sonst aktuell bin ich ganz gut zufrieden, wie das hier abläuft. Wegen uns fehlen nur noch 100 Punkte bis zum Sieg. 100 Punkte nur noch. Und das ist doch machbar, oder? Erstmal hier die Schiffe mal sagen, komm. Ihr geht mal hier hin. Und sagen wir mal, alle volle Pulle schießen. Wir müssen nämlich England runterschießen. Und hier haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir gerade bewegen können, oder? Ja, die sind auch sofort da. Das heißt, die könnte ich theoretisch da wegschicken, aber lasse ich erstmal. Die lasse ich da erstmal in Ruhe noch ein bisschen zu Ende heilen, obwohl die fast gesund sind. Komm, ich nehme hier einen Infanteristen weg. Und der soll einfach mal hier hin. So, hier welche, die noch Spaß haben? Nö. Sonst muss ich gucken, dass ich ein paar Truppen rüberkriege. Aber mir fehlen nicht mehr viele Punkte. 60 Punkte bis zum Sieg. Schöne ist, hier läuft es auch gut. Nur die Truppen, die hier hin waren, die Vierer Infanterietruppen, wurden niedergemacht, weil er viele Schützenpanzer hatte. Ist nicht das Problem, ich bin ja durchgekommen. So, wo ist da ein Flugzeug? Da. Das kann hier noch mal ein bisschen unterstützen. Dann sage ich schon mal zu den frechen Kollegen, die sollen da schon mal angreifen. So viel kann das ja. Ja, die sind so platt, also passt das. So, jetzt haben wir da noch Truppen. Reisebereit. Einer zumindest. Zwei. Die reisebereit sind, und zwar hierhin. Setzt euch in den Flieger. Es wird Urlaub gemacht in Südamerika. Ja, herrlich. So wie es aussieht, ist das eigentlich nur so eine schöne Geschichte. Die auch angenehm zu gewinnen wird. Ab und zu kommen hier ein paar englische Truppen. Ja, okay, das lässt sich nicht vermeiden, aber nun ja. Verzögere das noch mal ein bisschen um ein paar Stunden. Dass die da hinten eintreffen. Dann passt das schon. Guck mal, hier die auch noch ein. Er will auch in Südamerika Urlaub machen. Gut. Dann würde ich sagen, ich morgen noch mal rein, oder? Sieht doch nicht schlecht aus. Tag 42 und ja, uns fehlen noch 20 Punkte bis zum Sieg. 20 Punkte. Das klingt echt nicht viel, ist es auch nicht. Und wir können, glaube ich, hier auch ein paar Truppen noch bewegen. Und zwar dorthin, wo ich sie auch hinhaben möchte. Einmal nach da unten können welche hin. Da unten können welche hin. Immer schön kreisen lassen hier. So, und da vorne können welche hin. Hier soll einer hin. Und der. Einfach hier das Land um sich her, macht es einfach größer.
gesamte Fläche. Und gehen halt dahin, ne? Gehen wir auch davon aus, dass man da ohne Probleme hinkommt. Einfach mal hier so ein bisschen Gebiete einnehmen. Könnte ja sein, dass das reicht. Habe ich sonst noch welche, die ich noch ein bisschen bewegen kann, um Punkte zu sammeln? Nö. Aber bestimmt hier drüben, oder? So, da ist ein Flak, da ist ein, sind Infanteristen. Was ist hier denn passiert? So, da haben einfach nur Fahrzeuge angegriffen, okay. Ja, dann. Wir weisen ein Schiff fertig? Natürlich, das kann dann noch hier hin. So. Einfach alles, was ich so gerade hier finde, packe ich so in einen Stack. Und schicke das einfach mal dahin. So, da lasse ich einen stehen und den sage ich, komm hier hin. Die sollen da halt ein bisschen unterstützen. Und halt den Rest einnehmen. Dann müssen wir die 20 Punkte doch zusammenkriegen, oder? Das sieht doch dann gut aus. Und hier schicke ich einfach noch ein bisschen Verstärkung hin. Einfach nur zur Defensive. Und dann sieht es so eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Guck mal, hier landet ja auch, ist auch ein Trupp gelandet. Läuft doch. Würde ich sagen, schau später noch rein. So, am Ende von Tag 42 sammeln wir mal wieder, wie gewohnt, unsere Truppen. Aber die können mittlerweile fliegen. Sie fliegen. Und doch noch nicht. Wenn sie doch noch nicht fliegen können, dann sollen sie hier erstmal hin. Warum können die noch nicht fliegen? Ich habe doch schon die Stufe, oder nicht? Können erst mit der letzten Stufe fliegen, euer Ernst? Ah. So. Gut, das wird alles abgefahren hier, das ist so in Ordnung. Und dann ist Rumänien besiegt und dann haben wir auch die Siegpunkte zusammen. Es fehlen noch 6 Punkte. Wird ja wohl irgendwie möglich sein, dass wir die 6 Punkte noch irgendwie kriegen, oder? Hoffe ich doch zumindest. Wie es aussah, war da auch wohl keine Gegenwehr. Die 6 Punkte kriegen wir auch. Dann noch abwarten und dann Sieg. Würde ich sagen, gucken wir mal, dass die letzte Folge der Sieg ist, oder? Bis dann, ciao, euer Schrank.